Ja, okay. Also es geht in der nächsten halben Stunde darum, mit welchen Werkzeugen wir so die Extreme Programming Praktiken nochmal versucht haben, auf das nächste Level zu bringen. Nur ganz kurz dazu, wie ich kurz zu XP gekommen bin. Also ich bin 99, habe ich in Hamburg hier studiert, Informatik, und im Software-Tech-Seminar haben zwei Kommilitonen halt einen Vortrag gehalten über eine abgefahrene Sache von einem Herrn Beck, der irgendwie versuchte halt so die alteingebrachten Programmierpraktiken zu revolutionieren. Und das fängt halt ziemlich cool. Und ich bin dann, ich habe zu der Zeit mit einem C++-Projekt an der Bank gearbeitet in Hamburg hier nebenbei, und bin dann nächste Arbeitszeit an die Bank, habe erzählt, wie cool das ist. Also muss nicht irgendwie ein halbes Jahr OML-Diagramme malen, man kann halt auch inkrementelles Design machen, indem man sonst loslegt und guckt, was da passiert. Oder man schreibt die Tests, bevor der Produktivcode da ist. Oder man sitzt zu zweit an einem Rechner. Und es wurde halt herzlich gelacht. Und zwar nicht mit mir, sondern über mich, weil das halt total Baller für die klang. Und ich war halt ziemlich froh, dass in den 2000ern der Professor damals eine Firma gegründet hat. Wir konnten als Studenten dann diese Praktiken, was wir vorher sozusagen aus der Theorie kann, tatsächlich in echten Projekten anwenden. Und es hat dann super funktioniert. Und ja, irgendwie aus der Kerntruppe ist später als IT-Advisor entstanden. Genau, ich berichte jetzt sozusagen einfach, was wir in den letzten 15 Jahren für Werkzeuge eingesetzt haben. Also nur ganz kurz, XP hat ja, definiert ja fünf Values: Feedback, Courage, Respect, Communication, Simplicity. Darum gruppieren sich ja die ganze Haufen Praktiken, das sind jetzt nicht alle, das ist ein Ausschnitt. Und letzten Endes ist die Grundidee dahinter, man nimmt das, was gut funktioniert, und dreht dann einfach nochmal das Level ein höher. Also Ken Beck hat gesagt, irgendwie alles auf sozusagen den Schalter auf 10 legen. Also testen war auch früher gut, und warum macht man es dann nicht permanent? Warum kriegt man nicht das Feedback alle 5 Minuten? Und deshalb macht man halt TDD. Das ist aber der Grundgedanke. Also ich drehe immer den Schalter so aufs Maximum. Und ich habe mir überlegt, was haben wir denn in den letzten Jahren verwendet, um tatsächlich diesen Schalter vielleicht sogar auf Stufe 11 zu drehen. Fangen wir an mit der schwersten aller XP-Praktiken, mit Pair-Programming. Pair-Programming von der Mechanik her super simpel, aber sozial halt das Schwierigste, was man so machen kann aus den XP-Praktiken. Wir haben das ja viele Jahre im Einsatz gehabt, und bestimmte Muster kann man ja dann immer wieder neu identifizieren. Und eins dieser Muster ist, dass sich so Sticky-Pairs bilden. Und die Idee bei Pair-Programming ist ja, dass man halt einen Wissensaustausch hat über viele, und wenn aber jetzt über diese Ebene zusammenhängt, dann passiert der Wissensaustausch nicht mehr. Wir haben verschiedene Techniken probiert, das eben aufzubrechen, dieses Muster. Und eine der ganz simple Technik ist, eine Pairing-Matrix zu verwenden. Also am Anfang einer Iteration, am Anfang eines Sprints, hängt man einfach als Taskboard so eine Matrix, der Entwickler ist da aufgetragen und vereinbart einfach am Ende des Sprints, soll jeder mit jedem mal gepairt haben, also das muss überall Häkchen sein. Ganz simpel kann man eben auf Papier im Taskboard machen, oder es gibt halt fertige Tools, die man zum Generieren verwenden kann. Und man bricht eben damit dieses Muster auf, man schafft es, die Kommunikation wieder fließt, und man schafft es auch, die Leute zu ermutigen, mit jemandem zu pairen, wo ich vielleicht vorher Angst hatte. Also ich muss ja mit jedem pairen, also pair ich auch mit dem, wo ich denke, der ist viel, viel schlauer als ich. Merkt dann aber, der kommt auch noch mit Wasser. Also Courage wird dadurch auch eben gestärkt. In die gleiche Richtung zieht die Lostrommel. Auch hier geht es wieder darum, dass man dieses Muster dieser Sticky Pairs aufbricht. Und wir haben das so gemacht, dass wir einfach, also jetzt wie beim DFB-Pokal morgens, wird halt beim Daily werden die Paare des Tages ausgelost. Wir haben das irgendwie ganz simpel gemacht, einfach in eine Pappbox genommen, da die Entwicklernamen auf Zetteln gehabt, und dann wurde halt gezogen, und dann hatte man seinen Pair-Partner des Tages. Auch aus der gleichen Motivation heraus, also den Kommunikationsfluss zu stärken, Sticky Pairs aufzulösen und zu ermutigen, mit Leuten zu pairen, die man sich vielleicht sonst nicht getraut hat. Und ein drittes Tool im Bereich Pair-Programming ist diese Schachuhr. Die haben wir vor, was ich, 10 Jahren zum ersten Mal in Berlin in einem Projekt eingesetzt, wo wir gesehen haben, dass bestimmte Pairs, dass es immer einen Dominanten gibt. Also einer ist immer der Driver, einer sitzt immer an der Tastatur. Der Navigator guckt immer zu, macht da schlaue Kommentare, aber dieser Wechsel findet nicht statt. Und um das aufzubrechen, das Muster haben wir diese Schachuhren eingeführt. Und immer derjenige, der die Tastatur hat, der drückt halt auf seinen Counter, dann läuft die Uhr los. Und beim Wechsel drückt der andere auf seinen Counter. Und dann kann man eine Stunde darüber reflektieren,
wie ist denn die Verteilung? Also ist das einigermaßen ausgewogen oder gibt es tatsächlich einen, der komplett dominant an der Tastatur hängt? Alle diese Tools im Bereich Pair-Programming haben wir nicht dauerhaft eingesetzt, sondern immer nur dann so temporär, wenn man merkt, dass bestimmte Muster, die wollen wir halt aufbrechen. Also nichts, was man dauerhaft macht, aber was man sozusagen dann machen kann, wenn man sieht, da ist ein Problem. Nächste Praktik, TDD. Also das war für 99, 2000 war das ja schon revolutionär, dass man alle 5 Minuten Feedback bekommt. Aber noch besser ist natürlich, die ganze Zeit Feedback zu bekommen, also im Sekundentakt quasi. Und zwar völlig automatisiert. Und da hatte Ken Beck schon vor 4 Jahren, also war ich glaube 2008, JUnit Max geschrieben. Das war ein Eclipse-Plugin und das führte dazu, dass bei Source-Code-Änderungen automatisch die Tests in der richtigen Reihenfolge neu durchgeführt wurden. Und ich musste also keinen Testknopf drücken, sondern es ging halt komplett automatisch, permanent das Feedback. Das hat er dann einstellen müssen, das kostete damals $2 und das war natürlich zu teuer. Das haben die Entwickler nicht bezahlt. Also war dann relativ schnell wieder, also er war dann einfach beleidigt, hat das auf den Markt genommen, dann halt nicht. In die Lücke sind andere gesprungen, heutzutage gibt es zum Beispiel Infinity-Test. Das ist also auch Plugins für alle IDEs, die man so kennt und was genau das eben auch tut, aber was ein bisschen hakelig in der Konfiguration für große Projekte ist. Also viel simpler und so wie wir das im Einsatz haben, ist, wenn man einfach über Gradle zum Beispiel, über das Continuous Flag, die Tests, sozusagen einen bestimmten Gradle-Task permanent ausführen lässt, also das ist ein Watcher, ein Dateisystem und so wie ich halt irgendwas ändere hier im Test oder im Produktivcode, läuft automatisch ein Gradle los und sagt mir, okay, jetzt ist der Bild gebrochen, weil ich hier was Falsches gemacht habe. Mit Failed. Also Continuous Testing, sofortiges Feedback nach wenigen Sekunden, ohne dass ich irgendeinen Knopf dafür drücken muss. Das läuft einfach parallel die ganze Zeit. Auch im Bereich von TDD ist seit 99 die Automatisierung von Akzeptanztests dazugekommen. Ich weiß nicht, ob da einige von euch vielleicht Fitness kennt. Ist auch schon relativ alt, 2001. 2004 wurde es halt immer größer und bekannter. Wer es nicht kennt, Fitness ist TDD für fachliche Akzeptanztests. Ich zeige jetzt einfach mal das Beispiel, was Sie selbst bei sich im Wiki haben. Also Fitness ist ein Wiki. Und dort können auch eben Nicht-Techniker, also Leute aus dem Fachbereich oder QSler, die nicht technikaffin sind, Tests formulieren und Tests direkt gegen den Produktivcode ausführen. Also das ist ein Wiki, ich kann einfach sagen, ich editiere das jetzt und die Testfälle sind irgendwie in tabellarischer Form zum Beispiel. Ich ändere jetzt hier einfach mal etwas, speichere das, kann direkt im Wiki den Test-Button drücken und kriege direkt Feedback, dass dieser fachliche Testcase halt nicht funktioniert. Damit erreicht man das, wenn man es jetzt in die BIM-Pipeline auch einhängt, hat man das authentikationssicher und man erreicht damit eben den Fachbereich direkt in den Test reinzuziehen und bekommt halt viel schneller auch Feedback, ob das fachlich alles korrekt ist. Heutzutage braucht man das eigentlich gar nicht mehr, also dieses Fitness-Framework, weil es mit den Versionsverwaltungsplattformen, die wir haben, eigentlich schon mitgeliefert wird, das Feature. Also wenn ich GitLab, Bitbucket oder GitHub nehme und ich habe einen Jenkins und ich habe dann irgendwie Test-Framework wie Cucumber, dann habe ich sozusagen das Setup komplett schon fertig und kann direkt im Netz editieren. Ich zeige das mal ganz kurz, also ein kleines Beispiel. Also, das ist jetzt ein fachlicher Akzeptanztest, der irgendwie ein Verhalten von einem Warenkorb beschreibt und ich kann halt direkt hier in GitHub editieren, wenn ich Netz hätte. Schade. Also ihr könnt euch wieder vorstellen, also ich editiere das direkt, ich committe das direkt hier und der Jenkins-Bild wird automatisch loslaufen und sofort Feedback darüber liefern, ob diese fachlichen Szenarien funktionieren. Man schafft es eben damit, mit diesem Mechanismus oder auch mit Fitness, dass man einfach die Kommunikation und das Feedback nochmal ein Level weiter dreht, weil man es eben nicht innerhalb der Entwickler-Community nur macht, sondern eben auch zusammen mit Fachbereich und Quest. So, noch eine Stufe weiter kann man es mit TDD treiben, wenn man sogar das Layout-Test first testet.
Es gibt da bestimmte Testbibliotheken, in diesem Fall ist es Galen, wo ein UXler beschreiben könnte, wie die Oberfläche aussieht. Also ich habe in diesem Beispiel gestern wie ein Basket, der ist visible und der ist in der Nähe einer Wunschzettel, also Wunschlist, und die sind 10 Pixel voneinander entfernt. Und auf einer großen Desktop-Auflösung, extra large, kann ich eben sehen, dass auch der Button irgendwie rot gefärbt ist. Dadurch kann ein UXler sozusagen in einer DSL beschreiben, wie das Ganze auszusehen hat. Das wird in die Bildpipeline eingehängt und permanent dann im Selenium-Grid getestet und liefert mir aber auf der Layout-Ebene sofortiges Feedback darüber, ob das richtig ist, was ich da mal getan habe. Ja. Nee, eigentlich nicht. Aber wir könnten später diskutieren. Ich habe tatsächlich leider ein bisschen Zeit noch, aber können wir gerne mal reden. Nächste Praktik, Incremental Design. Da haben wir halt auch viel mit Visualisierungstools herumgetestet. Und eins, was wir mehrfach verwendet haben, ist Code City. Da kennt der eine oder andere das auch, aber man kippt da halt den Code rein und Code City generiert so eine Stadtansicht. Die Häuser, die man hier sieht, sind einzelne Klassen oder einzelne Files. Und die Stadtbezirke sind die Packages oder die Directories. Und die Größe eines Hauses bildet halt einfach die Komplexität und die Anzahl der Leitungen aufgrund einer Klasse ab. Und wir haben diese Tools eingesetzt, um sofort sichtbar zu machen, dass in manchen Systemen einfach was komplett schief ist. In diesem Fall das Originalbild bei einem Kunden von uns. Das ist quasi die Hälfte des gesamten Code-Volumens und ist in einer einzigen Klasse enthalten gewesen. Es waren ca. 30.000 Lines of Code nur in diesem großen, dicken Block, den man rechts unten sieht. Und das war ein gutes Kommunikationsmittel, um allen klar zu machen, dass hier irgendwas im Argen liegt, dass man da was verbessern muss. Also kurz hin als statischer Blick auf die Architektur. Das Ganze kann man auch wieder weiter treiben. Wir haben das dann ein anderes Tool eingesetzt, Skyscraper. Das eine Ebene dazu fügt nämlich noch die Zeitebene. Man kippt jetzt hier ein komplettes Git-Repository rein und man kann in Skyscraper dann die zeitliche Veränderung sehen eines Systems. Also man kann jetzt sehen, also mal abgesehen von diesem Augmented Reality-Spielkram, kann man halt sehen, wie dann große Häuser wachsen oder Stadtviertel entstehen. Wir haben das Tool eingesetzt für ein großes Refactoring. Wird dreiviertel Jahr eins dieser God-Classes, also so ein Monster, wie wir es auf der Folie vorher gesehen haben, in einem dreiviertel Jahr komplett zerlegt haben. Und Skyscraper hat sozusagen die ganze Zeit das begleitet und man konnte da sehen, wie dieses Haus immer weiter abschmolz. Und man konnte diese Stadtviertel drumherum sehen, wie dann so ganz kleine Single-Responsibility-Häuschen entstanden. Das war einfach eine schöne Visualisierung, um zu sehen, wie der Fortschritt des Refactorings ist. Ansonsten hätte man drei, vier Jahre Factory gemacht und man hätte gar nicht nach außen kommunizieren können, wie weit ist man eigentlich. So, ein ganz simples Tool, was uns bei. Ganz simples Tool, was uns im Bereich Design geholfen hat, ist eine solche Bierflasche. Der eine oder andere von euch kennt es vielleicht, der macht bei sich auch Code Reviews. Und Code Reviews sind ja häufig, also keine Ahnung, finden am Ende des Tages statt und die Leute sind müde und jetzt sitzt man eine Stunde zusammen und muss sich irgendwelche Code-Schlamm angucken, irgendwelche schlimmen Code-Strukturen, die man dann irgendwie diskutiert. Und zumindest so wie wir es häufig erlebt haben, sind diese Meetings nicht besonders beliebt. Die Leute sind manchmal froh, wenn sie früher nach Hause gehen können. Und wir haben einfach aus diesem Code-Betrachten ein Happening gemacht. Wir machen also am Ende jeder Iteration machen wir kein Code Review, sondern ein Code Brewview, wie wir das nennen. Und man sitzt halt gemütlich zusammen, feiert quasi den vergangenen Sprint, guckt, was ist im letzten Sprint entstanden und trinkt dabei gemütlich ein Bier. Also ein ganz simples Mittel, aber hat tatsächlich dazu geführt, dass plötzlich diese Brewviews eine riesige Akzeptanz hat und die Leute sich gefreut haben, gemütlich nochmal zusammen Code zu betrachten. Okay, nächste Praktik. Formative Workspace. Da geht es ja darum, dass ich neben meinem kleinen Bildschirm, auf dem ich starre, den Arbeitsbereich um mich herum mitnutze, um den gesamten Stand meines Systems abzubilden, um Architektur zu sehen, also als Kommunikationsmittel, als Feedbackmittel. Und da gibt es ja eine Reihe von
etablierten Tools. Eins sind halt die Bildlights. Das heißt, man hat eine Abbild, die man sich irgendwo hinhängt und die repräsentiert dann den Zustand des aktuellen Systems. Ganz einfach reduziert auf die Farbe rot oder grün. Das kann man sich jetzt, ob die Bildpipeline heil ist oder nicht, dann seht ihr das. Wir haben diese Abbild halt lange verwendet, haben überall aufgehängt, also irgendwie im Stahlwerk mal oder auf irgendwelchen Gängen. Besonders schön die Lavalampen, inzwischen auch ein alter Hut, vielleicht auch der eine oder andere schon verwendet. Aber finde ich halt immer noch ganz cool, weil man muss halt die grüne Lampe am Blubbern halten. Das ist halt das Wichtige, es muss halt immer blubbern. Die Lavalampe hat den Vorteil, die muss ein bisschen vorheizen, bevor sie, also wenn jetzt das Bild gebrochen ist, die rote Lampe anfängt zu blubbern, dann habe ich noch ein paar Minuten Zeit, bis es wirklich losgeht bei der roten, weil das Wachs halt erstmal flüssig werden muss. Und wenn ich das Bild ganz schnell gefixt bekomme, dann schaffe ich es wieder, dass die grüne Lampe die ganze Zeit auch noch weiter blubbert. Also man hat so kleine Chance, halt Fehler zu überheben, ohne dass das Blubbern wirklich beendet wird. Wird immer noch ganz hübsch. Und eins der schönsten Beispiele, das ist von Kollegen, die hatten das bei sich im Projekt. Die haben einen Weihnachtsbaum zur Weihnachtszeit hingestellt und haben eine grüne und eine rote Lichterkette da reingehängt. Und je nachdem, wie der Bild war, war der Weihnachtsbaum dann eben grün oder rot beleuchtet. So. Das ist für mich so die schönste der Visualisierung, die mir so begegnet ist. Genau, und auch hier kann man jetzt sagen, man dreht das Level nochmal ein Stück höher. Wir haben jetzt also dieses Feedback für das Gesamtsystem, aber man kann das Feedback auch einfach sich hier mit kleinen Lampen für den eigenen Stand geben. Also so eine USB-Lampe, die kostet halt ein paar Euro. Und muss ich mal kurz. Die kann man halt verwenden, um den Zustand seines eigenen Systems zusätzlich noch zu repräsentieren. Also wenn ich nochmal den kontinuierlichen Test läuft, ich mich den mal ab. Genau, also jetzt, wir hatten in der Folge rot hinterlassen den Bild. Und ich will im Normalfall nicht die ganze Zeit die Konsole sehen. Also wenn ich jetzt ein Continuously Testing mache, dann will ich ja ganz normal meine Idee hier sein. Wenn ich jetzt den Test fixe, will ich nicht auf der Konsole gucken, sondern ich kriege das Feedback halt direkt über die Lampe dann geliefert. Und die kann man halt für alle möglichen Zwecke einsetzen. Also in diesem Fall läuft sie jetzt gerade nur für das Continuous Testing. Man kann die aber auch für lange Bildtasks verwenden, dass man irgendwann das Feedback kriegt, okay, jetzt ist im Hintergrund irgendwas fertig geworden. Also Dinge, wo ich mich sonst aktiv drum kümmern muss, wo ich sozusagen die Shell aufmachen muss oder den Browser, kriege ich halt durch eine Lampe einfach auf dem Schreibtisch visualisiert. Ist auch schon relativ lange im Einsatz, deshalb ist die rote Lampe schon ein bisschen kaputt hier, aber die ist auch manchmal grün, also so ist es nicht. Genau, also auch da wieder sozusagen ein Level weiter XP getrieben als Original machen. Was ich auch eine coole Sache finde, ist Audio-Feedback. Also man erweitert jetzt den Informative Workspace um eine weitere Dimension. Also nicht nur das, was man visuell sieht, sondern eben auch, was die Ohren aufnehmen. Ich habe das vor vielen Jahren zum ersten Mal gelesen. Das war ein Blog-Eintrag von Obsler Team. Und die hatten bei sich, also natürlich alles voller Dashboards und Monitore, und die hatten zusätzlich noch ein Blätterrauschen in dem Wald. Und wenn das Netz in Ordnung war, also der Traffic war sehr gering und alles war gut, dann war das so ein sanftes, angenehmes Rauschen. Und wenn halt irgendwas Unvorgesehenes passierte oder plötzlich die Router kaputt ging, was auch immer, dass sozusagen ganz viel Traffic passierte, dann wurde das halt erst zu so einem lauten Rauschen und dann am Ende zu irgendeinem Urwaldkreischen. Man konnte allein, also dass man in diesem Raum sitzt oder diesen Raum vorbeigeht oder mal kurz reinguckt, allein durch das, was man hört, mitbekommen, wie ist eigentlich gerade der Zustand unseres Systems. Das fand ich halt eine ziemlich coole Idee. Ich hatte aus Spaß mal so ein Skript gebastelt und das ist halt wirklich super simpel, man kriegt das halt mit wenigen Zeilencode hin. Boah. Ich weiß nicht, ob das über die Anlage jetzt hier funktioniert.
das ist jetzt mein Skript. Das guckt halt, wie ist die Prozessorauslastung. Hört man was? Also ein bisschen. Wenn man richtig Dampf auf die Kiste gibt, dann wird es lauter. Naja, jetzt klappt es eben mit dem nicht, weil auf der Kiste gerade ein bisschen Prozesse sind, aber das Prinzip ist, glaube ich, klar. Ne? Ich bin ja ganz lustig, wie das Feedback auf jeden Fall. Genau, also auch hier wieder einfach das Feedback noch ein Level weiter drehen, als wir es bisher kennen, mittels einer neuen Dimension. Dann haben wir das sehr intensiv benutzt, dieses Audio-Feedback tatsächlich für uns in dem aktuellen Projekt, in dem wir dem Dashboard das Sprechen beigebracht haben. Also im Dashboard die Systemzustände und Servicezustände und so weiter präsentieren. Und wenn die Bildpipeline immer mal kaputt ist, dann wird natürlich auch eine Kappe hier rot. Aber die Frage ist, wer guckt da ständig drauf, selbst wenn man jetzt eine Ampel da stehen hat. Man sitzt mit dem Rücken zu dem Board oder man ist ein bisschen abseits, man kriegt es also erstmal gar nicht mit, dass vielleicht der Bild gebrochen wurde. Und deshalb haben wir das Board so lange getuned, dass es halt wichtige Ereignisse für uns spricht. Und der Effekt ist wirklich gigantisch gewesen, dass plötzlich die Aufmerksamkeit viel, viel höher war, wenn was passiert ist. Also das sagt dann, der Bildjob ist fehlgeschlagen. So, dann ist man sofort alarmiert. Alle gucken aufs Board, was ist passiert, wer war das? Was sonst ein bisschen untergehen könnte, wird sofort allen klar. Und wenn er dann gefixt ist, der Bildjob ist wieder okay. Dann, hurra! Und wenn das Board inzwischen soweit wenn das noch weiter getrieben ist, das Board jetzt auch regelmäßige Termine ansagt, also in Estimation-Meetings sagt es dann Bescheid, was dazu geführt hat, dass die Leute auch nicht mehr zu spät kommen. Estimation gleich im Weltraum. So, dann laufen die Leute los. Also es funktioniert wirklich super. Und als der Lautsprecher jetzt kaputt war von dem Ding, war tatsächlich die Stimmung sehr getrübt. Also wirklich cooles Ding. Genau, also so viel zum Bereich Informationen. Nächste Praktik, Collective Code Ownership. Eigentlich, da hat sich ein Tool bewährt, das so super simpel ist, dass man eigentlich denkt, man muss es gar nicht erwähnen, nämlich einfach so Versionskontrollhooks. Also ob man jetzt Subversion verwendet oder Git. Es gibt halt immer irgendeine Möglichkeit, sich da einzuklinken und zu sagen, okay, bevor ich das Remote-Repository jetzt mit meinem Code halt erfreue oder verschmutze, werden einfach nochmal alle Tests ausgeführt oder man führt nochmal Lint aus oder was auch immer sozusagen an Jobs nötig ist, um sicherzustellen, dass der eigene Code sauber ist. Und merkwürdigerweise nutzen das unglaublich wenige Leute, ich würde mal sagen 10%, wenn man sie mal hört. Und das, obwohl das so simpel einzubauen ist. Also man sieht, oben ist ein One-Liner, der nichts weiter macht, als dafür sorgt, dass alle Tests herausgeführt werden. Und man kennt das ja als Konvention, okay, bevor ich was zurückschiebe, bevor ich es integriere, muss ich bei mir die Tests ausführen, aber wie häufig passiert das, dass man es halt auch vergisst. Und dass man den anderen damit halt ihre Bildpipeline kaputt macht. Das ist einfach eine Form von, also auch der Wert Respekt, der ja auch zu den fünf Werten gehört, wo es dazu gehört, dass man eben auch die Arbeit der anderen respektiert. Und wie gesagt, mit so ganz simplen Script-Snippets kriegt man das hin, dass man sowohl seinen eigenen Code hält, also nur dann eincheckt, wenn der Code sauber ist, oder weitere Regeln, die ja auch einige haben, dass man auf eine rote Pipeline nicht pusht. Kennt vielleicht der eine oder andere auch, also wenn die Pipeline schon rot ist, dann schiebe ich nicht noch was drauf. Weil ich kann jetzt ja gar nicht genau sagen, wer ist der Schuldige für die rote Pipeline. Und mit dem unteren Teil, das ist so ein Miniskript, wo man einfach einen Jenkins callt und guckt, ob bestimmte Jobs halt gerade rot sind und dann an der Stelle den Push verbietet. Also ein ganz simples Mittel, wird aber leider viel zu selten eingesetzt. Dann haptische Trigger. Wir hatten gestern bei dem Open Space, da gab es ein Battle zwischen den Haptik-Fans beim Taskboard, also wo ich physisch Papier in die Hand nehme und das von links nach rechts verschiebe in die Dankspalte, versus nutzt man Jira oder ähnliche Tools.
dieses schöne Gefühl, dass ich den Zettel in die Hand nehme und den halt in die Dachspalte hänge, das haben, glaube ich, viele schätzen gelernt. Und das kann man auch auf andere Bereiche ausdehnen, indem man haptische Trigger verwendet. Also ich habe hier, das sind solche Dinger, so Industrietrigger. Wie man da unten, wenn man unten links sehen kann, haben wir den experimentell mal verwendet, um das finale Live-Stellen damit zu triggern. Und das ist halt ein anderes Gefühl, ob ich jetzt in Jenkins oder was auch immer man hat, jetzt sich da irgendwie mit die Konfiguration wühlt und sagt, Bild now. Oder man hat diesen Knopf da stehen und sagt so, zack, jetzt geht der Bild raus, jetzt wird er live gestellt. Also das ist halt einfach ein cooleres Gefühl. Genauso wie man es halt eben auch von diesem Zettel hier verschieben kann. Genau, damit haben wir ein bisschen experimentiert, da kann man natürlich alle möglichen Sachen mitmachen. Das fördert zwei der Werte, zum einen Simplicity, also ich muss nicht irgendwo durch irgendwelche Navigationsbäume klicken und was machen, sondern ich weiß, dieser Knopf ist genau damit verbunden. Und das zweite ist, er ermuntert auch Leute, das zu tun. Also natürlich muss die Prozesse dahinter sauber genug sein, dass da nicht schief gehen kann, aber alleine, dass dieser rote Knopf da ist und ich weiß, es kann nichts weiter passieren, als dass tatsächlich das Release so live geht, ohne Fehler. Ist halt sozusagen auch mal der Courage, da mal motiviert. Genau, und zum Abschluss jetzt noch das wertvollste Feedback, was man eigentlich kriegen kann. Also wir haben viel über Feedback geredet, was wir Entwickler uns geben oder was ein Entwicklungssystem uns gibt. Aber das eigentlich wichtigste Feedback ist ja das, was vom Nutzer kommt. Weil für die bauen wir ja die Software. Da kommt das Geld ja letzten Endes her. Und da haben wir halt ein kleines Tool gebaut. Das ist jetzt noch nicht Open Source, aber das Prinzip ist so simpel, dass es eigentlich, also wir haben jetzt einen Hackathon von 2 Tagen gebaut, das kann jeder prinzipiell nachbauen. Das nichts weiter macht als Tracking-Daten. Ich jetzt mal starte. Also wenn man auf einer Webseite Click-Tracking macht auf alles Mögliche, was man hat. Zum Beispiel bei Google Analytics, das ist eine Einzahlung, da ist halt Track, da wurde jetzt draufgeklickt. Aber wenn sich diese Track-Daten zieht und die einfach per Overlay auf seine Seite draufpackt, dann kann man halt sehen, wo ist der Herzschlag der Seite, wo passiert am meisten. Das ist halt super simpel zu bauen. Wir haben das jetzt also gemacht, an diesem Beispiel hier. Hier werden also die Anzahl der Klicks steht hier dran, innerhalb der letzten 10 Minuten, 30 bis 10 Uhr 39. Und dort, wo es rot ist, wurde halt gar nicht geklickt. Das sind jetzt nur Beispieldaten, aber prinzipiell geht es genauso mit Echtdaten auch. Und da, wo am meisten geklickt wird, da pulsiert es halt am stärksten. Und ich sehe den Herzschlag der Seite. Und das ist halt deshalb so ein cooles Feature, weil wenn ich jetzt irgendwas entwickle, ich hau das über den Button raus, wird live gestellt. Das dauert, wenn es gut geht, nur ein paar Minuten. Dann kann ich unmittelbar 10 Minuten später sehen, wurde das von Benutzern geklickt. Ich sehe dann unmittelbar, okay, da haben wir jetzt, gut, das sind wahrscheinlich keine 1900 in den ersten Minuten, aber ich sehe unmittelbar sozusagen, dass was passiert ist. Und das ist, finde ich, als Entwickler ist das unfassbar befriedigend zu sehen, das, was ich gerade noch hier auf dem Rechner hatte, rausgeschoben habe, ist tatsächlich auf dem Dashboard, was wir uns im Raum haben, grün, da ist was passiert. Und das dreht halt diesen Feedback, das Feedback-Level nochmal so auf 11. Genau. Und das war auch schon das Letzte. Also alle diese Tools dienten, wie gesagt, dazu, dass man das, was in XP schon gut ist, noch ein kleines Tickchen weiter dreht. Okay.